Hafen zurück. Wir sind wieder hier. Mission wurde gerade abgeschlossen, die vorherige wieder. Und ja, mal gucken, was uns jetzt für ein... Oh, Forschung verfügbar. Dann gucken wir gleich mal nach. 6 Forschungspunkte. Personendatenmanipulation. Kann auch mal wichtig sein. Wo steht denn das eigentlich? Wie viel kostet das jeweils? Vorher bereits am Erforschen. Ah ne, das war noch nicht so weit. Okay. Was kostet das dann? Warum? Wo steht das dann? 6 von 4 Forschungspunkte. Was? Hä? Sprengsatz. Bastlein Sprengsatz. Explodiert mit tödlicher Wirkung. Sehen wir es, was kostet. 4 hat es gekostet. Ist irgendwie noch schwer zu raffen, was die hier wollen, ne? Also bereit zur Nutzung. Ne, braucht auch 4. Da unten steht es auch, ja. Irgendwie blöd dargestellt. Fahrtrichtungsheck. Hecke Fahrzeug, damit sie eine bestimmte Richtung fahren. Drücke oder halt RB gedrückt und drücke dann A, X, B oder Y. Kostet 2 Bonded-Ressourcen, okay. Das ist ganz cool eigentlich, ne? Kann man irgendwie Fahrzeuge, aber warum auch immer, das werden wir sehen. Markus, diese New Dawn-Penner haben unser Rekrutierungsvideo gekillt. Ist das zu glauben? Oh, auf jeden Fall. Jimmy Siskas greatest shits? Ach, wirklich schade. Und was wollen wir jetzt machen? Schau beim Hackerspace vorbei, wenn du Zeit hast. Dann entscheiden wir, wie wir es ihnen heimzahlen. Okay. Hey Markus, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ist das was Schönes? Die Chancen stehen 30-1 dagegen. Dann sollte ich es schnell hinter mich bringen. Bin gleich da. Okay. Sind das jetzt alles verschiedene Missionen? Dahinter hat... HQ ist wahrscheinlich das Hauptmissionsverfolgung, keine Ahnung. New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social Media Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze, nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Boah, das Fisting ihres Lebens. Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den aber sie haben. Das ist Jimmy Siska. Ich meine, als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich habe sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber nicht eher, bitte. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir mit ihm reden. Und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm. Das heißt doch, man steckt seine Faust in... Meine Güte, was denen alles wichtig ist. T-Shirts, bestimmte T-Shirts wieder tragen zu können und so weiter. Okay, okay, wir bleiben bei Siska. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja? Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Klar sind sie alle dabei. Ja. Ich
treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lass das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Auf geht's. Fisting. Müssen wir fisten. Oh je. Wohin führt uns das Game noch? Haben kriminelle Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird erkauft durch Erpressung und Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. DedSec enthüllt die Geheimnisse und wahren Absichten von New Dawn. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und protestiert vor eurem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. DedSec zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Mhm. Neue Mission verfügbar. Was ist denn das eigentlich hier? Was ist das eigentlich? Blumenend, das sind noch die Missionen, ne? Genau. Auf Karte zeigen, hab ich doch schon, ja. Ah, da kann man die Missionen nochmal auswählen, das ist auch nicht schlecht. Da kommen wir hin, ah, das war das, okay. Was ich nicht verstehe, ist das alles jetzt irgendwie in Reihenfolge oder sind das Nebenoperationen? Steht doch drüber. Lesen! Online-Operation, okay. Okay, aber da kann man auch mal natürlich Follower generieren, beziehungsweise Punkte, die wir brauchen. Ist da was Neues dazugekommen jetzt? Nee. Weil, wie gesagt, das muss voll sein, bevor wir in höhere Missionen kommen später. Ausgang war nicht hier, sondern hier. Da. Geht er wieder ganz leger durch die Tür durch. Oh, unser Energiebündel ist auch größer geworden mittlerweile. Das ist gut. Unsere getarnte Spielbude, Spielebude. Nehmen wir mit dem Motorrad. Das Motorrad war eigentlich ganz cool. Das ließ sich auch ganz gut fahren. So eine Art Goldwing, ne? Goldwing. Autos in die andere Richtung. Wie cool. Dreht er sich einfach um. Ah, da kann man Verfolger vielleicht abschütteln. Aber das ist alles ein Bruchteil von Sekunde, wenn man da so unterwegs ist. Ist nicht immer so einfach. Ja, Auto? Ne, das kann ich gerade keins. Von uns in die Finger gekriegt. Fuck, wo sind sie? In einem Auto. Sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Ja, wo? Jo, wohin? Ich bin dabei. Da vorne das. Ist das wahrscheinlich. Neutralisieren? Was? Wie neutralisieren? Die Kamera ist echt schlecht. Also bis ich mit der Kamera wieder nachverfolgt bin. Zentrale an alle. Luftunterstützung auf dem Weg. Hey, wir haben hier nichts zu suchen. Oh, stehen bleiben! Whoa!
Wow! Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Haben wir es geschafft jetzt oder nicht? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Ich habe jetzt die paar Polizeiautos, habe ich LB, habe ich umkehren lassen. Und sind sie weggefahren. Ist auch nicht schlecht. Aber was mache ich denn jetzt? Tja, irgendwas ist mit dem Strom passiert. Jetzt fahr ich doch zu dem Ziel, oder nicht? Was soll man ändern? Ich kapiere im Moment gar nichts. Aber das war cool mit dem Umdrehen. Die Autos sind umgedreht, weg sind sie. Ich verstehe nur nicht, das, was gerade eben passiert ist, das Autoverfolger, haben wir gemacht. Ich habe das Auto, war das jetzt das oder nicht? Oder war es jetzt? Keine Ahnung. Genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung, kostet nur euer ganzes Geld. Kauft Erleuchtung. Ist das? Okay, ich gehe jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das aufliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. Das sieht schon wieder ganz cool aus. Verdammte! Das ist nicht gut! Arschgesicht! Na klar, wir werden ja auch gesehen. Ne? Also ganz so salopp sollte man das nicht sehen. Schlüssel haben wir schon mal. Da gibt's aber auch nichts, was ich irgendwie hacken könnte oder sowas. Tatsächlich müssen wir zum Ziel, für zum Ziel zu kommen, müssen wir nach oben natürlich auch, ne? Hey! Das wollte ich doch gar nicht! Ah,
Gut, der ist noch da, okay. Das wollte ich. Was ist denn zurück? Das war nicht, nee, das war nicht der Schal. Ist aber cool, dass man den Chamber immer zurückfahren muss. Und dass man den nicht einfach nur so wieder automatisch im Inventar hat. Also ich muss ihn immer wieder mitnehmen. Das ist schon gut gemacht. Alles andere wäre wahrscheinlich auch bescheuert dann, ja. Die Tür steht offen. Aber das ist wieder uncool, ne? Einfach so nur... Mal gucken, gibt es da oben eine Möglichkeit? Da hochzukommen irgendwie? Nee, das wäre ja auch wieder zu einfach, ne? Ach, ich habe so viele Spiele gehabt, wo man einfach nur am Kanalrohr hochklettern muss. Nee, das ist nichts. Die Tür zeigt uns schon den Weg. Das kann mich sehen, theoretisch, oder? Ich sehe schon wieder kommen, gleich wird wieder geballert. Na ja, gut, er geht weiter. Agent. Ausschwärmen! Ausschwärmen. Hört sich wieder gut an. Verdammt! Verdammt, echt peinlich. Die stehen viel zu schnell auf. Ah ja gut, er hat ihn jetzt wach gemacht. Töte es doch besser. Haben wir überhaupt. Hätte mir auch dabei, ja. Das sind vier Stück, wo ich hier rumrenne. Ach, ich sehe schon, wieder komme. Es gibt Berichte über ein zuvor identifiziertes Ziel in ihrer Nähe. Es wurde eine feindliche Person in ihrem Bereich gemeldet. Ja, das ist wieder blöd jetzt. Oh, Zivilist. Das geht doch nicht gut. Ach, das ist oft. Das war ich schon, das war jetzt der eine. Der eine hat den erschossen. Wie cool ist das dann? Wir haben hier einen Unfall. Sieht übel aus. Ich suche mir Deckung. Ich muss irgendwo in Deckung. Polizist erschießen, das ist echt zu krank. Eigentlich.
Wer? Wo? Beide Zugänge. Mal gucken, wenn sie jetzt hier hochkomme. Ja, Scheiße, zack. Das war ein Korb. Was? Seid auf der Hut. Da müssen wir hin. Das dauert auch noch. Da hatten wir einen Abgerufe, 20%. Da hinten steht doch jemand, aber Zivilist wahrscheinlich. Also das Sender, aber gerne. Gibt es so einen Ausweg da oben? Ja, natürlich. Mann, ist kein Auto, doch, da steht doch eins. Nehmen wir das so lang, so. Ich, was? Jetzt muss das auch noch eine Lama-Lache haben, das gibt's doch nicht. Oi! Immer wenn man flüchten muss. Das geht. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit. Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von! Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Empanadas? Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Ja, komm, sag mir, wo ich hin muss. Der Follower, neue 6 Punkte Skills. Der Zack App, neue Missionen verfügbar. Da gucken wir doch gerade mal rein.
Falscher Profit, das ist noch nicht fertig, oder? Nee. Genau. Ganz lässig geparkt. Oh, ich will die Breaking News. Die kürzlich bekannt gewordenen, vertraulichen E-Mails haben unerwartete Konsequenzen für HMB Studios. Die Dokumente legen eine anhaltende, umstrittene Zusammenarbeit mit Galilei offen, dem Entwickler des teuren Hightech-Autos aus dem neuesten Blockbuster des Studios, Cyberdriver. Die E-Mails belegen, dass ein Studioboss den Wagen als nutzlose Gurke bezeichnet und mit... Jetzt, so. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Was ist das? Ist das jetzt eine Nebenmission? Hätte ich auch lesen können nochmal. Oha. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Das ist so ein bisschen... Meine Quellen sagen mir, dass Sie so ein bisschen Retourkutsche auf Scientology haben. Wahrscheinlich. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Ja, so kann man es auch machen. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die dahin gehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört, Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Okay. Jetzt müssen wir nochmal reingucken. Da ist der Rote Raum. Okay. Wahrscheinlich. Thank you.
so eine Art Gehirnwäschelager, ne? Wo die Leute auf andere Leute Gedanken umgestellt werden. Das ist nicht außergewöhnlich. Das ist keine Spielfiktion. Ich meine, der rote Raum jetzt hier schon, aber in gewisser Weise ist in dem Leben sehr viel Manipulation vorhanden. Leider, ne? Und also man muss echt schwer aufpassen, wie viele Leute andere Leute manipulieren wollen, nur für ihre eigene Sache zu verpfischen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Aber wie geil das vorne aussieht, ne? Das Schöne des Meeres. Hey, nein. Wir sorgen für Aufruhr. Wir müssen den Leuten klar machen, was Bloom wirklich ist, Marcus. Je länger es dauert, desto abhängiger werden sie von CTOS sein. Sie werden sich daran gewöhnen und dann landet DedSec im Bereich der Verschwörungstheorien. Dann zählt es nicht, ob wir die Wahrheit sagen. Die Leute wollen es nicht mehr glauben. Ja, aber das ist nur der Anfang. Wenn wir ihnen den Scheiß zeigen, der hinter Blooms Türen köchelt, werden sie uns scharenweise zulaufen. Eine Rennstrecke, wie cool ist das denn? Da steht auch ein Auto oder so. Ich habe gerade keine Zeit und ah, hier mit Quatsch auch. Kann man wahrscheinlich noch Geld gewinnen oder Punkte auch. Skillpunkte. Okay, gut, dass wir das gesehen haben. Da müssen wir mal hin. Doch, jetzt haben wir erstmal. Ey, wie nice. Guck doch mal. Das Meer. Retro, hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich mache gerade was anderes. Twin Peaks, da müssen wir ab. Ne, hier müssen wir. Ne, das ist schon groß. Ich meine, nicht so wie GTA, aber kommt schon gut hin, ne? Da ist schon viel drin, Landschaft und so weiter. Mann, warum sehen unsere Karren immer so verschrottet aus, nach ein paar Meter Fahrt? Der gibt uns jetzt Info wahrscheinlich, ne? Über den roten Raum. Über der die. Was hast du für ein Problem? Wir machen der Kirche ein Problem. Wer, wir? Ist das ein Typ? DedSec. Ich wusste es. Ich habe Freunde, die würden DedSec am liebsten hinter Gittern sehen. Ach, ich mag einen fairen Kampf. Hey, genauso wie du. Entschuldigung? Ach, ich habe gesehen, wie du dich damals mit New Dawn angelegt hast. Aber hey, schon kapiert. Du bist jetzt eine Stadträtin. Nein, 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 nein. Stadträtin? Mit der ich habe mich verkauft, Nummer. Brauchst du mir nicht zu kommen. Was geht denn hier ab? Diese Arschlöcher zerstören Leben, als wäre es ihr Hobby. Die haben Videos von meinen OPs veröffentlicht. Aber hör zu. Das ist mir scheißegal. Ich habe nichts zu verbergen. Aber du hast recht. Ich bin tatsächlich Stadträtin. Ich kann nichts tun. Deshalb wolltest du mich hier treffen. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst offenbar meine. Und ich beende, was ich anfange. Zuerst einmal, verwechsle bloß nicht New Dawn mit einer Kirche. Das ist eine kriminelle Organisation. Ich habe mir mal die Akten ihrer Immobilien in der Bay Area angeschaut und eine passt da einfach nicht rein. Genau da. Sie bezeichnen es als Bildungszentrum. Verschlossene Türen, keiner antwortet, Security kommt und geht. Klingt das für dich nach einem Bildungszentrum? Nein, klingt eher wie ein Umerziehungszentrum. Ich bin in der Nähe. Schau mal, was du herausfindest.
War ja klar. Schiel das Mitgliederregister, Marcus, na klar. Hast du Miranda getroffen? Hab ich. Wir glauben, wir haben den Ort. Aber wir wissen nicht, was dieser Laden ist. Aber ganz offensichtlich vertuschen die etwas. Also suche ich mir mal einen Computer und schnüffle herum. Oh, wie schön. Und Fognebel des Grauens. Da kommt keiner durch den Nebel. Aber wie schön. Lass uns gerade mal so ganz schnell mal einen Abstecher ins Wasser machen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Wie schön, wie schön. Aha. Du bist freiwillig hier. Mit deiner Entscheidung für den Dorn hast du uns einen Schritt weg. Was? Nein! Dein Geist ist nicht klar. Ich hoffe, du hast die Lektion gelernt. Jetzt wäre es natürlich schön weit weg, um hier so ein bisschen von außen erstmal ein bisschen Verwirrung zu stiften. Dem sein Handy explodiert gleich, oder? Jo. Töten ist nicht immer gerade eine ideale, schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Mir wäre lieber, ich könnte die richtig ausschalten, ne? Oder so. Weil noch denkt keiner auf mich Verdacht. Weil je mehr... Das ist jetzt keiner von der Wache, ne? Ah, da ist noch einer. Und zwei Stück weg. Oh, wunderbar. Aber das geht nicht ewig so gut, ne? Also ich weiß nämlich nicht die Location da unten jetzt genau einzuschätzen. Ist da noch eine Kamera? Da ist eine Kamera in der Nähe. Ist da noch was, was explodiert? Das Auto weggefahren. Auch nicht schlecht. Da ist was zum Stehlen. Oh, da ist unser Ziel, oder? Ist das unser Ziel? Na, ist da noch was? Hübsches, explosives, aber da laufen viele rum. Oh Mann, laufen da viele rum. Du bist freiwillig hier mit deiner Entscheidung. Oh Mann, was ein Psycho-Gequatsch. Lass uns dir helfen, zurückzufinden. Moment, was ist das? Da kennt der Nächste, aber der schläft nur. Ist halt blöd mit dem Schlafen. Bis ich da bin, ist er wieder wach. Das war jetzt wieder die erste. Ich muss dahinter und dann in diese Richtung drehe. Außer Reichweite. Noch was in der Nähe? Was Praktisches? Machen wir eine Schüssel noch dazu? Die Schüssel geht da rein, glaube ich, ne? Ja. Da ist noch eine Kamera. Ne, da waren wir aber auch schon. So, jetzt haben wir da oben schon ziemlich viel Durcheinander und Unruhe gestiftet. Also ich nehme die tödliche Wumme, weil das mit dem Schlaflege, das ist nur bei manchen Dingen mal ganz gut und praktisch.
Hier gibt es einen bequemen Aufstieg. Boah, ist schwer was zu sehen in dem... Zwischen den Viele, da hinten läuft einer rum, aber rumballern nutzt jetzt auch nichts. So einfach. Er geht gerade weg, das ist gut. Da ist was zum Stehle. Das haben wir gemacht. Da ist der Koffer. Den will ich haben. Ist da oben jemand? So. Lass uns dir helfen, zurückzufinden. Suchen wir den Bereich ab. Genau. Oh, das gibt's doch nicht. Darauf, dass sich in ihrer Nähe ein oder mehrere mögliche Ziele befinden. Lass mich raus, bitte. Das geht nicht gut. Mh, zu viele sind da. Viel zu viele. Ich gehe in Deckung. Nee, ich gehe in Deckung. Ich brauche Deckung. Werf eine Granate. Eine Granate? Lauf doch. Die Granate noch geworfen. Jetzt ist gerade. Ich glaube, er war da drüben. Nein, nicht schon wieder. Du rufst niemand mehr an jetzt. Schluss jetzt. Mit ein bisschen Glück. Nicht schon wieder. Oder ist das noch ein... Das war ein verwaister Anruf noch. Da schwärmt nichts mehr aus. So. Wo war das denn das mit dem Schlüssel? Wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal Zeit haben, dann wollen wir auch alles mitnehmen. Da oben ist noch eine. Aber da drüben müssen wir rein. Du bist freiwillig hier. Mit deiner Entscheidung für New Dawn hast du uns da vorne ist noch jemand. Dein Geist ist nicht klar. Wie kommen wir da hoch? Lass uns dir helfen, zurückzufinden. Andere Seite ist besser. Mann, haben wir hier jetzt alles platt gemacht hier. Aufpassen, da vorne muss noch einer sein. Ist denn ein Polizeiauto drin? So, schnell der USB-Stick wieder angeschlossen. Jimmy Siska. Offenbar hattest du recht. Hallo, Marcus. Das ist der Ort. Und sie haben Jimmy Siska hier. Wenn ich ihn raushole, kannst du ihn in Sicherheit bringen? Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Ah, der ist da oben drin. Okay. Hätten wir so oder so erstmal da reingemüsst. Jetzt nur die Frage mit dem Schlüssel. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin diese Kirche. Ihr wart nur irgendwann nicht weg, die keinen interessiert hat, bevor ich euch berühmt gemacht habe. Habt ihr gehört? Finde Zugangsschlüssel.
Okay, Schlüssel hätten wir schon mal. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin diese Kirche. Ihr wart nur irgend so eine Sekte, die keinen interessiert hat, bevor... Jason. Mein Name ist nicht Jason und ich bin nicht von New Dawn. Ich habe hier nichts verloren, Mann. Sie müssen mich rausholen. Lego, los. Okay, okay. Holen Sie mich hier raus. Achtung, jetzt leben Sie alle bitte. Miranda, Jimmy Siska kommt jetzt zu dir. Was ist mit dir? Ich schaffe es schon raus. Bring du ihn in Sicherheit. Mach ich. Ja, das ist jetzt eigentlich easy. Ich dachte, die wären jetzt wieder da. Ist ja oft so, dass dann viele plötzlich wieder rumlaufen, Gegner. War da nicht irgendwo ein Bike? Nee, das ist leicht knusprig, das Bike. Dein Geist ist nicht klar. Lass uns dir helfen, zurückzufinden. Du bist hier zum Heilen. Komm, guck, ob ich noch was mitnehmen kann. Wenn wir schon mal gerade aufgeräumt haben. Ups. Du bist im Gebiet Ocean Beach. Müssen wir ja eigentlich mein Auto da oben wieder finden, oder? Mehr diese Richtung. Wird schon wieder dunkel. Mein Auto ist weg. Dann ist das einzige Möglichkeit, wo ich habe. Wir nehmen das Auto. Boah. Ja, Wahnsinn. Was eine Lengo. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Sehr schön. Dann gucken wir gleich nach der nächsten Mission, wie es dann weitergeht. Ja, vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei meinen Zwibbelring TV. Also, ciao, ciao, ciao.